Herr Präsident, meine Damen und Herren, diese Rede, Herr Pazdarsky, lässt mich etwas ratlos zurück. Ich kann mich an die Debatten im Frühjahr erinnern hier im Haus, als Sie uns noch empfohlen haben, uns an der erfolgreichen Politik der amerikanischen Regierung zu orientieren, namentlich Ihres Präsidenten Trump. Die Ergebnisse dieser Politik kann man jeden Tag in den Statistiken der Johns Hopkins Universität nachlesen. Und Herr Trump hat seine verdiente Quittung dafür erhalten. Unsere Hoffnung, mit den Einschränkungen von Anfang November die Infektionszahlen zu senken, haben sich leider nicht erfüllt. Zwar beobachten wir, anders als im Bundesgebiet, einen leichten Rückgang, aber leider auf viel zu hohem Niveau. Die Berliner 7-Tage-Inzidenz liegt noch immer bei 193,4 Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen. Schlimmer noch waren Anfang November, als wir das letzte Mal hier zum Thema debattierten, 169 Intensivbetten belegt, hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt. Stand heute früh sind es 358. Unsere Ampel für die Belegung für Intensivbetten zeigt rot und der Anstieg scheint noch nicht gestoppt. Deshalb müssen wir handeln und zwar rasch. Und wir müssen die richtigen Maßnahmen ergreifen. Doch schon werden in der Debatte wieder Pappkameraden aufgebaut. Nein, nicht der Glühwein to go an der frischen Luft ist das Problem. Auch nicht die Waffelbäckerei, da habe ich einen Dissens mit der Kanzlerin. Und auch nicht der Glühwein durch die Luke. Entscheidend ist, dass man dabei nicht ohne Maske längere Zeit in größeren Gruppen zusammensteht. Und deshalb sollten wir uns um die eigentlichen Probleme kümmern. Da steht an erster Stelle der Schutz besonders vulnerabler Gruppen. Und da müssen wir sagen, es ist leider nicht gelungen zu verhindern, dass das Virus die vulnerablen Gruppen in Berlin wieder erreicht. Der Anteil der älteren Menschen an Neuinfektionen steigt und führt zu mehr Menschen, die in intensivmedizinischer Behandlung sind und auch zu mehr Todesfällen. Ein Fingerzeig sind hier die Daten, die wir alle jeden Tag sehen können. Der langsame, aber stetige Anstieg des Altersdurchschnitts sowohl bei den Hospitalisierten als auch bei denen, die an oder mit Covid-19 verstorben sind. Die Notrufe aus den Krankenhäusern sind unüberhörbar. Ärztinnen und Pflegepersonal arbeiten am Limit. Ihnen gebührt Dank und Anerkennung und ich finde ja auch durch bessere und faire Bezahlung. Und deshalb brauchen wir schnell und umfassend Maßnahmen zum Schutz von Alten- und Pflegeheimen. Wir als Linke haben einen raschen Gipfel mit den Trägern vorgeschlagen, damit Schutzkonzepte gemeinsam auf den Weg gebracht werden können. Die MPK hat die Finanzierung von bis zu 30 Schnelltests pro Bewohnerin in den Heimen auf den Weg gebracht. Jetzt müssen die eingesetzt werden. Täglich fürs Personal, für alle Besucherinnen und regelmäßig einmal pro Woche für die Bewohnerinnen. Isolation müssen wir, soweit es geht, verhindern. Und ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass der Senat gemeinsam mit den Trägern hier ein Positionspapier auf den Weg gebracht hat. Danke dafür. Ich glaube, das ist der richtige Weg, den müssen wir weitergehen, weil Ausbrüche wie in Lichtenberg, Friedrichshain und Mitte sollten uns Warnung sein. Und auch diese Zahl findet sich übrigens in den öffentlichen Zahlen des Berliner Dashboards. Die Zahl der Infektionen in zuordnenbaren Ausbrüchen ist von einer einstelligen Zahl auf fast 10% gestiegen. Und das zeigt, was da abgeht. Aber es ist natürlich auch grundsätzlich anzumerken, ein unterfinanziertes Pflegesystem ist ein Problem. Erst recht dann, wenn Einrichtungen als gewinnorientierte Unternehmen betrieben werden. Man kann sich darüber aufregen und empören, dass Personal trotz Symptomen zur Arbeit geht. Aber jede einzelne Pflegekraft steht auch immer vor der Entscheidung, wenn ich mich krankschreiben lasse oder aus Vorsicht zu Hause bleibe, dann bedeutet das noch mehr Arbeit für Kolleginnen und Kollegen, noch weniger Zeit, sich um die Menschen in den Heimen zu kümmern. Gesundheit. Genauso wenig vertragen sich hoher Arbeitsstress und die penible Einhaltung von Hygienevorschriften. An diese Fragen müssen wir ran und hier legt die Pandemie erneut grundsätzliche Probleme dieser Gesellschaft offen. Und die Beschimpfung der Pflegekräfte kann aus unserer Sicht hier nicht die Lösung sein. Auch hier gilt der Gedanke des ehemaligen Berliner Stadtverordneten Rudolf Virchow, der übrigens auch mal im Parlament angehörte, das in diesem Saal mal tagte, der mahnte, immer Verhalten und Verhältnisse in den Blick zu nehmen, um Krankheiten zu bekämpfen. Das führt zum nächsten Thema, den Schulen. Und ja, es ist eine schwierige Entscheidung.
Aber wenn wir die Mobilität der Menschen weiter zurückfahren wollen und wenn andererseits Kontakte klein und überschaubar gehalten werden sollen, hat der Vorschlag Sinn, die Klassen zu teilen und im Wechsel- oder im Hybridunterricht zu gehen. Kleinere Gruppen, mehr Abstand. Und eine Schließung der Schulen im Anschluss an die Ferien ist eine vergleichsweise milde Maßnahme. Die hatten wir übrigens schon vor längerem mal angeregt. Und aus meiner Sicht hätte da auch die Leopoldina früher drauf kommen können. Und es muss so ausgestattet sein, diese Schließung, dass den Eltern auch ein Anspruch auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz entsteht. Also nicht einfach eine Verlängerung der Maßnahmen, weil sonst tragen wir das wieder auf dem Rücken der Eltern aus. Und wenn die Schulen im Januar wieder eröffnen, muss der Wechsel- oder Hybridunterricht möglich sein, wenn die Schulkonferenz es so beschließt. Die Selbsttests für Lehrerinnen und Lehrer müssen genauso verfügbar sein wie Luftreinigungsgeräte und FFP2-Masken für Lehrerinnen und Schülerinnen. Und immer wieder wird auch über den ÖPNV geschimpft. Nicht der ÖPNV ist das Problem, sondern dessen hohe Auslastung im Berufsverkehr. Das Problem wird nicht durch verstärkte Angebote zu lösen sein. Wir sind da weitestgehend am Limit. Hier müssen sich aus unserer Sicht die Arbeitgeber bewegen. Wer ins Homeoffice kann, muss ins Homeoffice gehen können. Aber auch über flexiblere Arbeitszeiten ist das zu regeln. Und wer muss wirklich früh um 8 im Büro sein oder kann vielleicht erst um 10 da sein? Auch da sind Regelungen möglich. Meine Damen und Herren, ich hatte vorhin auf Wirche verwiesen und auf die von ihm aufgezeigte Beziehung zwischen Verhalten und Verhältnissen. Keine Zwischenfrage, danke. Und wieder, wir fordern Verhaltensänderungen der Menschen ein. Wir haben das bereits im November getan. Und richtig war damals, Verhältnisse in Aussicht zu stellen, die das ermöglichen, weil über die sogenannten Novemberhilfen auch Existenzen gesichert werden sollten. Aber nun warten alle auf Auszahlung, manche sogar immer noch auf Antragstellung. Diesen Schuh, finde ich, muss sich die Bundesregierung anziehen. Hilfe war versprochen, aber versprochen gebrochen. Das zeugt noch einmal. Die Häme über unser Handeln hier im Frühjahr war absolut unangebracht. Ja, mag sein, dass nicht alle, die damals finanzielle Hilfe bekamen, diese auch brauchten. Aber eine riesige Mehrheit brauchte sie und braucht sie schnell, und dafür haben wir gesorgt. Und wir halten das für deutlich besser und angebrachter als das, was jetzt geschieht. Aus Sorge, dass eine kleine Minderheit etwas unberechtigterweise bekommen könnte, werden nun alle möglichen Hürden errichtet, mit der Folge, dass nun auch die, die sie wirklich brauchen, auf Hilfe warten und einen riesen Aufwand betreiben müssen, um sie zu bekommen. Das kann nicht sein. Da muss sich auch niemand wundern, wenn einige versuchen, sich mit Glühweinverkauf über Wasser zu halten. Und zu diesen Verhältnissen, die wir in den Blick nehmen müssen, zählen auch die beengten Wohnverhältnisse, die es in unserer Stadt gibt. Deshalb bin ich froh, dass der Senat ein Konzept auf den Weg gebracht hat, Menschen aus beengten Wohnverhältnissen die Quarantäne in Hotels zu ermöglichen, die sonst geschlossen wären. Dazu gehört auch, Menschen ohne Wohnung eine Möglichkeit der Unterkunft auch am Tage zu bieten. Und dazu gehören die 24-7-Unterkünfte, die die Sozialsenatorin an den Start gebracht hat. Kein Verständnis habe ich allerdings dafür, dass es die Bundesregierung nicht schafft, wenigstens eine Anhebung des ALG-II-Satzes um 100 Euro auf den Weg zu bringen. Null Verständnis, dass es noch immer keinen Unternehmerinnenlohn für Solo-Selbstständige gibt. Und auch null Verständnis, dass erst jetzt juristische Klarstellungen erfolgen, dass von der Pandemie Betroffene einen Anspruch haben, Gewerbemietverträge neu zu verhandeln. Und noch weniger, dass es kein Anspruch auf Mietminderung ist. Deshalb werden wir in der Koalition über einen Antrag auf eine Bundesratsinitiative reden, die Gewerbemieten, also Fixkosten für Unternehmen, begrenzt. Meine Damen und Herren, durch die Krise kommen wir nur mit Solidarität. Deshalb braucht es, wenn es jetzt weitere Maßnahmen in der Pipeline sind, weitere Hilfen und eine klare Aussage dazu. Die Einzelhandelsgeschäfte, die im Dezember und Januar schließen sollen, müssen eine klare Perspektive haben. Debatten, wie der Chef der CDU-Bundestagsfraktion sie vom Zaune bricht, dass jetzt ein Ende der Fahnenstange erreicht sei, sind aus meiner Sicht unverantwortlich. Aber immerhin hat ihm ja auch ein Ökonom widersprochen, der unverdächtigt ist, ein Linker zu sein. Und ich bin da ganz bei ihm. Jetzt ist die Zeit, Schulden zu machen und alles zu tun, die Pandemie zu bekämpfen und auch für die Folgen vorzusorgen. Aus den Schulden herauswachsen können wir, wenn die Wirtschaft wieder läuft.
Jetzt braucht es, finde ich, ein kraftvolles Whatever it takes, um Sicherheit für alle zu vermitteln. Liebe Berlinerinnen und Berliner, vor uns liegen weitere schwere Wochen. Deshalb mein Appell: Halten wir Abstand zueinander, tragen wir Alltagsmasken, halten uns an Hygieneregeln, nutzen wir die Corona-Warn-App, lüften wir regelmäßig, wenn wir uns drinnen aufhalten, und vor allem halten wir die Zahl unserer physischen Kontakte zu anderen Menschen klein und überschaubar. Bei Letzterem kann übrigens auch ein kleines Notizbuch helfen. Es gilt aber auch, Kontakte reduzieren ist nicht Isolation und darf nicht Isolation sein. Achten wir aufeinander. Die vielen Initiativen, die im Frühjahr in Berlin aus dem Boden geschossen sind, wo sich gegenseitig geholfen wurde und aufeinander geachtet wurde, machten Mut. Lassen wir sie über die nächsten Wochen wieder aufleben. Und auch unter den Bedingungen, dass Weihnachten und Neujahr nun vielleicht nur im kleinen Kreis begangen werden können, wünsche ich Ihnen allen geruhsame Feiertage und alles Gute für das neue Jahr. Vielen Dank.